Ja, hallo, ich bin der Gidi Schwabel, ich bin Serviceleiter beim Kalbacher. Und wir bauen da gerade die Schneefräse KFS 850 2500 an den Kubota Schlepper an. Hallo erstmal, Hangacher Hannes, mein Name, Vertriebsleiter der Firma Kalbacher Maschinerie GmbH aus Kitzbühel, für Österreich zuständig. Wir sind im Winterdienstsektor tätig, Schneepflüge, Schneefräsen aller Art, vertreiben auch Streuautomaten in Österreich und für die Sommertechnologie die Dückergeräte, Auslegemähtechnik, für die kommunalen Einsätze speziell und auch für die Landwirtschaft. Wir stehen hier vor einem Kubota-Traktor. Haben frontseitig einen DS-Schneepflug aufgebaut. DS steht für Doppelklinken-Doppelschar-System. Es ist ein zweiteiliger Schneepflug. Alle Schneepflüge werden mit sogenannten Gummirückholpaket in Räumstellung gehalten und beim Abschervorgang dann wiederum in die Ausgangsstellung zurückgezogen. Wir stehen hier vor einem Anbaustreugerät und der ist ein fix angebauter Streuer. Selbst da der Technologie können wir in diesem Punkt hier sehen, da ist ein Kippzylinder verbaut. Dieser Kippzylinder ermöglicht mir ein Abklappen des gesamten Streugutbehälters, um auf einem speziellen Lagerplatz Split oder Salz aufnehmen zu können, mittels Rückwärtsfahren und kann ich dann über die Hydraulik wieder hochklappen. Ganz speziell handelt es sich hier um die KFS 1050. Mit einer Räumbreite von 2950 mm. Eine Frässchleuder hat vorrangig Zuführspiralen, um den Schnee, der was vor dem abzuarbeiten ist, sag jetzt mal, zur Mitte befördert werden kann. Links und rechts gegengleiche Wendeln angeordnet und in der Mitte drinnen dann das sogenannte Schleuderrad. Mit dem Schleuderrad wird einfach der gezielte weite Auswurf vom Schnee von der Straße weg ermöglicht und weiterführend sehen wir dann gezielt deshalb, wir reden von einem Verlade- oder Auswurfkamin, je nachdem was benötigt wird, wo man dann auch exakt über die Kaminklappen, Kaminblenden und dem Drehkamin sagen kann, wo ich den Schnee schlussendlich hintransportiert haben will. Im Schleuderradgehäuse haben wir ein Verschleißblech verbaut. Wir haben hier ein neu entwickeltes System, den sogenannten Wellenschliff mit Schlitzöffnung. Wellenschliff kann man sich so vorstellen, wenn man sich ein Brotmesser ansieht, dann hat man auch ein effizientes Schneiden. Und das haben wir uns einfach auch zunutze gemacht und können damit ein vereinfachtes Kurvenfahren ermöglichen, weil kein geschlossenes Blech mit dem Schnee in Berührung kommt. Das heißt, wir haben wirklich eine Möglichkeit, den Schnee auch seitlich zu schneiden. Und der Schnee kann dann auch über diese Schlitzführung zur Mitte befördert werden. Wurfweiten sind hier, wie gesagt, nahe der Frässchleuder bis zu 20 Meter möglich. Das Schleuderradgehäuse kann links und rechts verstellt werden, ermöglicht mir einen Auswurf unabhängig vom Kamin. Das heißt, ich kann für Bassöffnungen gezielt den Schnee rein in die freie Fläche schleudern.